Hallo, meine zeitvergessene Meerjungfrauen-Zuhörer und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Flauschig-Rötchen hier bei Stardew Valley. Wir sind noch nicht fertig mit Dekorieren, ja? Nur weil wir gestern umgekippt sind, heißt es nicht, dass wir wieder jetzt fertig sind. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Was sagt noch unser Wahrsager? leicht verstört, aber das ist uns egal. Wir kümmern uns jetzt darum, dass wir hier ein wenig... wir werden jetzt erstmal die Pflanzen hier so ein bisschen reinpacken. Okay, der hat im Winter nichts. Der ist im Winter vertrocknet. Ich stelle jetzt erstmal hier hin. Da gibt es ein Winterweihnachtsbäumchen. Da gibt es dann sozusagen einen, wo du das so hast. Und der hier hat, glaube ich, im Winter ja auch nichts gehabt. Genau. So. Das haben wir gemacht. Den kannst du dir erstmal da hinräumen. Das Tor und der Steinzaun, der geht noch woanders erstmal hin. Und wir arbeiten jetzt hier erstmal weiter, ja? Denn ich würde gerne hier das noch ein bisschen verschönern. Ach, was ist das? Das brauchen wir gar nicht jetzt erstmal alles so machen. So, dann haben wir den hier, hier, hier und hier. Ja, 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 ja. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal einen kleinen Spa-Besuch machen. Unsere Energie. Ja, doch schon ein klein wenig desaströs ist. Und dann lassen wir es uns gut gehen, würde ich mal meinen. Ich nehme jetzt auch mal nichts mit. Ich bin jetzt noch so ein bisschen im Fokus darauf, dass wir die Farm schön machen. Das ist so mein kleiner Fokus, den ich jetzt gerade habe. Ich würde die nämlich schon wirklich gerne hübsch soweit, also für meine Verhältnisse hübsch machen, wie ich es gerne finde. Ja, muss man immer dazu sagen, hübsch ist ja, ja, wie gesagt, haben wir letzte Folge schon erörtert. Wundert euch nicht, ich kann auch auf noch keine Kommentare oder etc. eingehen, denn ich mache gerade so eine ganz kleine, die letzte Folge habe ich am selben Tag gemacht, wo sie hochgeladen wurde. Diese Folge, die heute jetzt kommt, ist ja die Montagsfolge. Die habe ich jetzt am Sonntag dann gleich danach noch aufgenommen. Und weil es jetzt für mich ab Montag, also wenn ihr die Folge seht, bin ich noch gerade, bin ich entweder auf dem Weg nach Hause oder noch auf den letzten Zügen bei der Arbeit. Weil jetzt geht es dann wieder los. Ich habe jetzt von Montag bis Donnerstag muss ich jetzt wieder arbeiten gehen. Und bin aber auch so, dass ich dann, hört sich jetzt ganz wenig an, nur hä, wie nur 4 Tage? Ja, an sich nur 4 Tage. Aber ich habe 2 Bereitschaftsdienste am Abend noch. Richtig, aber das kommt erst später. Das ist meine Arbeitungszeit, etc. pp. Und Donnerstag ist dann so mein ziemlich harter Tag. Da gucke ich dann immer, dass ich das ein bisschen voraufnehme. Huch, Entschuldigung, mein Kleiner. ein bisschen voraufnehme. Weil ich, wie gesagt, Donnerstag einen langen Tag habe. Da gehe ich dann halt arbeiten, habe danach Feierabend, gehe dann nach Hause, Kinder abholen, etc. pp. Und ab 21 Uhr ist dann für mich Bereitschaftsdienst, wo ich jederzeit dann angerufen werde, was dann heißt, hier, los, da ist eine kleine Aufgabe, etc. pp. Mach mal los. Und Freitag ist dann für mich frei. Aber Freitagabend wird wahrscheinlich bei mir dann auch nochmal Bereitschaftsdienst sein, dass ich dann halt sozusagen das mache. Aber am Freitag, dass ich am Tage für meine Kiddies da bin. Weil abends, sage ich mal ganz ehrlich, liegen sich meistens hin, ruhen sich dann aus und dann kann man eh nicht mehr viel machen. Ich versuche es einfach mal. Jetzt bin ich richtig. Okay, direkt da. Ah! Gefunden! Yeah! Ein Stein, Junimo. Gartenkunst. Coole Sache. Deko. Ja! Du bist der Deko. Ist irgendwie, ich weiß nicht warum, es hat sich irgendwann entwickelt bei mir. Früher, wahrscheinlich liegt es am Alter, ich werde alt. Früher war es so alles pragmatisch, alles, ach, muss passen. Und jetzt ist so, kann gar nicht genug Dekoration sein. Ich weiß, ihr könnt noch Aufgaben machen, etc. Aber Leute, denkt dran, wir, für uns ist das hier, wenn es halt alles länger dauert, dann machen wir halt 200 Folgen oder nur 100 Folgen, je nachdem, was kommt. Also, ich habe da gar keinen Drang, mich zu beeilen. Wir wissen auf jeden Fall, wir werden auf den 16 Uhr Slot mit Stardew Valley dieses Jahr rausgehen. Das auf jeden Fall.
Weil wir sind jetzt gerade mal im ersten Jahr und haben jetzt schon noch nicht mal alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ja, der sieht gut aus. Warte mal, wo können wir den? Oh, guck mal, ich finde, der passt hier sehr gut dahin. Ja! Nur so als kleines Ding, hier ist dann unsere Kiste. So, ich muss auf jeden Fall noch mehr Feuer kaufen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wisst ihr was? Ich brauche noch mehr Steindinger. Wir machen das so. Nehmen wir mal, wie war denn das? So, die Hälfte. Und mal die Hälfte. 100 Steine. 100 Steinwege können wir ja mal machen. Okay? So, 100 Steinpfade. Weil ich würde es mir gerne schon so ein bisschen einrichten. Ich finde, ich mag das Ding hier so. So, und hier haben wir halt einen Doppelweg. Ist der einzige Doppelweg, den es gibt. So, jetzt können wir mal hier so ein bisschen einfach nur mal langlaufen. Weil hier so ein paar Wege schon haben. Wir können sie uns ja danach wieder ein bisschen herausnehmen. So, und dann haben wir hier. So, genau. Und dann machen wir hier und hier den Doppelpfad. Guck mal, wie schnell der aber alle geht, ne? Das ist so krass. 1, 2, 3. Und dann geht's hier wieder. Nein, der Weg ist alle. So, aber jetzt haben wir hier wieder ein. Hier wieder ein. Hier wieder ein. Und hier wieder ein. Toll, oder? Ich finde das cool. Mir macht das Spaß. Weißt du was? Huch. Die nehmen wir mal mit. So, warte mal, den kannst du schon mal mitnehmen. Wir müssen Steine sammeln, meine Freunde. Wir müssen Steine sammeln, ganz dringend. Steine, Steine, Steine brauchen wir. Wow, ziemlich viele Steine. So. Das ist dann schon mal das Feld. Das ist dann unsere. Hier wird dann alles laufen. Das ist so unser. Wir kommen dann halt hier raus, gucken dann hier auf unsere Plantage und mit dem Käffchen und so. Und wir haben noch für 6 frei. Sprich, du hast ja hier 4. Hier, glaube ich, geht sich das raus. Hier können wir keinen mehr setzen. Ich glaube, hier ist dann frei. Und dann jetzt mal hier noch 1, 2, 3. Und guck mal, das passt. Dann geht es hier hoch und hier kommen die nächsten Felder hin. Und das ist so ein freier Weg, wo ich hier noch ein paar andere Sachen hinbaue. Weiß ich noch nicht, was ich mache, gucke ich dann mal. Aber das würde dann halt vom Umfang her passen. Guck mal, wir können es ja auch mal jetzt machen. Hier ist das so. So und so. Ja, das ist dann hier, weil guck mal, der nächste, der wäre hier. Da. Und jetzt haben wir hier das Problem. Hier geht es nicht mehr weiter. Also fällt der raus. Ja, denken wir uns dann was anderes noch aus zur Not. Genau, und dann hast du das hier. Dann wäre sozusagen, warte mal, ich muss mal mit dir erstmal kurz ein bisschen hier hin. Huch, das sollte eigentlich nicht so sein. So, genau, hier hast du den Weg. Dann hast du 1, dann hast du hier den. 1, dann hast du hier den Weg, dann ist das frei und dann hast du hier das. Na, genau. Hier, flupp, bumm. Dann hast du hier, flupp, bumm, dann hast du hier, flupp, bumm. So. Genau. Und einen habe ich noch. Der würde jetzt aber nicht mehr passen. Das ist dann hier oben auch zu Ende, sozusagen. Dann hast du hier 1, 2, 3, 4 und dann der nächste. 1, 2, 3, 4 und dann der nächste. So würde es dann im Endeffekt nachher aussehen. Genau, das wäre dann das ganze Wesen davon. Sieht eigentlich gut aus, oder? Ach du Heilige, es ist schon wieder 17 Uhr. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Aber gut, wir hatten gesagt, das wollen wir einfach auch mal machen. Dass das für uns nun mal dazugehört. Ich weiß noch nicht, mit der Perle habt ihr mir ja noch nicht schreiben können. Das geht ja noch nicht. Passt du da rein? Passt du da rein? Sehr gut. Ich pack euch beide erstmal da rein, ja? So. Heute war ja jetzt kein Festle. Penny ist noch immer da. Das müssen wir mal wieder bald ein bisschen geschenken. Wie schenken? Na, gut. Ja. Oh, Prähistorie. Ja! Entschuldigung.
Prähistorische Rückenwirbel, das können wir nochmal geben. Aber jetzt gehen wir schnell nochmal rein, weil wir können eine der Sachen abschließen. Wir haben eine alte Puppe gefunden. Das heißt, oben aus dem Ding war eine mit Lachsbeere oder eine Puppe, glaube ich. Und die können wir jetzt abschließen. Hoffe ich. Oder hatten wir doch die Puppe schon gehabt? Vielleicht habe ich mich jetzt auch zu früh gefreut. Vielleicht war das so ein zu früher Freudenschrei. So, yeah! Und nein! Weißt du, so beim Fußball mit Abseits oder so. Abseits-Tor, etc. pp. Könnte man sich nachher dann noch denken. Wie sieht's denn aus? Bünde Sammler? Nein. Kinder, ne? Ah, doch, Mist, die Puppe haben wir schon. Können wir immer noch keine Kekse backen? Kann man nicht irgendwo Kekse kaufen? Verdammt! Ach, Mann. Brauch mehr Steine. Ich muss echt einen Minentag mal machen. Nach den Events machen wir das. Also wir haben ja jetzt noch die beiden Tage Event und in der nächsten Folge ist dann mal wieder Hallöchen. Genau, wir machen die beiden Tage, sind ja heute und hier machen wir dann Event, dann haben wir das, 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 das. Nee, wir sind trotzdem noch schräg in der Folge. Wir sind immer noch schräg, genau. Der Start muss dann immer so sein, ne? Aber guck mal, das sind ja 28 Tage, das sind 14 Folgen, ein Monat in dem Sinne. Dann haben wir jetzt heute den und den, dann ist morgen das und das, dann hast du den und den, dann hast du den und den, den und den, den und den. Dann passt das nicht. Nee, nee. Wir müssen noch einmal einen Tag machen. Warte mal, ich werde vielleicht einen Tag machen, wo ich mal nur farmen gehe. Einen einzelnen Tag, um das ein bisschen auszugleichen. Wo ich nur in die Mine gehe. Suche ich mir einen Tag raus jetzt hier, der dann so leer ist. Ich weiß, ich müsste das jetzt machen, aber ich habe jetzt gar nicht die Intentionen, das zu tun. Ich möchte mit dem Boot fahren. Ich auch manchmal. Ich auch manchmal. Warte mal, heute sind andere da. Linus, bist du noch da? Nee, guck mal, Linus ist heute nicht mehr da. Nö, ich kann die U-Boot-Tour wärmsten und für ein Tief und im Meer leben ein paar faszinierende Kreaturen. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Wow, die Technologie ist der Hammer. Warte mal, wir machen das auch gleich. Was hast du heute da? Okay, das sind die Saisonpflanzen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, nein! Aha, fünf. So, ausgeglichen. Hat mich wieder eine Menge Geld gekostet. Ist halt so. Die ist dann noch interessant. Und der da ist noch interessant. Was hast du heute im Angebot? Ein großes Ei. Ich weiß, das brauchen wir. Ein Sprinkler ist nur für vier. Dunkle Couch. Ja, nee, nö. Nö, nichts für mich. Oh. Weißt du, ich habe viele meiner Lieblingsstücke auf diesem Markt gekauft. Nö, die Bilder will ich nicht so. Wow. Wow. Nee, aber ist nicht so. Das ist jetzt alles, was kommt im Sommer. Sommer-Dinger hat er jetzt hier gerade. Könnte man jetzt schon kaufen, brauche ich jetzt aber alles noch nicht. Das ist. Ist die jetzt jedes Mal neu, wenn du da reingehst? Jeden Tag neu oder kann man die jeden Tag machen? Okay, ist jedes Mal dasselbe. Nee, lass mal. Die ist sozusagen nur einmal wirklich interessant, danach nicht mehr. Dann machen wir heute die U-Boot-Tour. Reicht das noch von der Zeit her? Ist er wieder zu spät? Komm, wobei, der kann uns nach Hause schicken. Nochmal umkippen wollte ich eigentlich nicht. Dann lass uns mal die U-Boot-Tour machen. Oh, jetzt sollen wir tief in die Angeltour gehen? Na klar. Guck mal. Aber wir sind nicht immer noch an derselben Stelle, oder? Wow. Das sieht nice aus. Es geht in die Tiefe hinein. Lololo, so muss das sein. Lololo. So, jetzt sind wir ganz unten. Und jetzt können wir angeln, ja? Toll. Ist ja geil. Guck mal da. Hallo, ich bin hier, du kriegst mich nicht.
Ach, ist das super. Aber sag mal, kriege ich jetzt hier echt nur Seetang? Und wie lange sind wir jetzt hier unten? So lange wir wollen? Sag mal, Max! Wir haben mit Max geangelt. Oh! Mister, Mister, Mister. Mister, ich will sie haben. Sehr schön. Ein Gruselfisch? Aber der ist nicht relevant fürs Gemeinschaftszentrum. Schade, Marmelade. Und wieder ein Fisch. Aber kriegst wahrscheinlich am Ende hier nur Gruselfische, wa? Upsi, da war ich ein bisschen zu übermotiviert. Hey, guck mal, da hinten der Oktopus. Nee, warte mal, was ist das jetzt? Ein Blobfisch? Alter Seemann. Und was war denn das jetzt für ein Ding? Okay. Weil die sind beide nicht relevant für uns. Ich habe hier einen Erfolg gemacht. Seemann. Ach, alter Seemann, fange 24 und dann fange alle Fische. Ist der Meisterangler. Da muss er wirklich echt alle Tages-, Nacht- und Dingszeiten machen. Gar nicht so einfach. Blobfisch. Er lässt sich eigentlich nur treiben. Wow. Nein, der war zu schnell. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sei nicht so. Komm einfach mit. Nochmal so ein Blobfisch. Na komm, einfach suchen noch und dann ab nach Hause, würde ich sagen. Ja, zählt auch. Seetang ist gut, da können wir Sashimi machen. Ne, nicht Sashimi, was anderes. Ne, warte mal. Sollst du den nach oben bringen? Ja. Aber ich würde nicht so schnell nach oben steigen, wenn das Ding zugeht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Nicht, dass du uns Flut hast. Spielende. Nur wegen dir. Ja, es wird spät. Wir lassen uns gleich nach Hause schicken. Wir sind da. Ich bedanke mich. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich dann aber nochmal angeln werde. Aber, könntest du mich zurückschicken? Ich bin der Letzte wieder mal hier. Nach Hause schicken. Ich bedanke mich. So. Sieht gut aus hier, boah. Sieht schon gut aus hier. Freut mich so. Ich mag das hier mit dem ganzen Drumherum. Ah, es ist toll. Oh, ist das, was wir machen könnten? Erstmal schreiche ich mal unseren kleinen Wuffi-Buffi. So, und dann würde ich gern das herausnehmen. Kann man das auch so? Ne, warte mal, das stand doch gut. Kann ich denn auch das so machen? Okay, und dann haben wir den. Ja. Hier. Und der. So. Sehr schön. Jetzt hauen wir uns mal lieber hin, sonst kippen wir nämlich gleich wieder um. Sehr schön. Ha, es ist toll. Ha. So. Auch wieder nicht so viel Energie da zurückbekommen. Ach, Mann. Guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Mittwoch, ne? Wetterbericht. Morgen erwarten uns ein paar Zentimeter Schnee. Heute ist wenig extra Glück. Und Pfannkuchen. Kennen wir schon. Und dann kannst du mir den Seetang hier noch reinpacken. Packen wir mal die Fische hier rein. So. Hübschen verköfen wir. Oh, wir haben Post. Frage, entschuldige, dass ich wieder gestört, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren-Schmelz dann vorbeibringen? Ja, toll, ich brauche auch nochmal einen Eisenbarren. Hier, das kannst du haben übrigens. Auch noch mehr Stein. Warte mal, was könnten wir dann jetzt Gunther vorbei... Also wir können erstmal gefrorene Geode, Magma-Geode und Geode.
Gunther kann mir was erzählen. Gunther kann mir was erzählen. Ich glaube, das war's mit erzählen. Ich brauche eigentlich noch mehr Stein. Nein, du sollst jetzt... Achso, nee, so war das. Genau. So. Wie machen wir das denn noch? Gut, da haben wir die Grabsteine. Die würde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen verteilen. Und dann kannst du ja hier einen machen, so als Eingang-Ding. Wenn du dann hier reinkommst, dann hast du hier gleich so am Eingang. So, aber jetzt gehen wir erstmal zu. Nee, Gunther brauchen wir noch nicht. Gunther hat noch zu. Und Clint hat auch noch zu. Sonst haben wir jetzt hier nichts weiter drin, ne? Ansonsten war hier nichts weiter drin. Okay. Ich brauche Steine. Ich brauche Stein. Ja, Süßer, alles gut. Muss dann auf jeden Fall Stein besorgen. Oh, guck mal. Merci, merci. Eichenharz ist immer gut. Schön, dass du Kupfer auch mit einem Hit wegballerst. Prähistorische Gerippe. Rippe hatten wir schon. ich muss davon mehr stellen. Warte mal, das finde ich passt hier ganz gut hin, so als Eingangbetoner. Ja, mein Süßer, ich komme doch schon. Ist ja gut. So. Dann würde ich gerne. Nee, dann nicht so. Hier so. Da würde ich gerne einen hinstellen. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist. Da noch einen hin. Da noch einen hin. Ja, ja, ja. So gehört sich das. Dann habe ich die hier noch. Guck mal, hier hast du ja auch schön. Und da hast du den. Und dann könnten wir den nochmal daneben setzen. So, dass du hier am. Nee, weiß nicht. Nee, warte, warte. Nee, das passt gar nicht so gut. Weil das ja hier eh zu Ende geht, ne? Aber nicht direkt drauf. Genau, einen kannst du hier hinstellen. Da. So, dann hast du noch den. Den. Ich finde, das passt so ganz gut. Was auch gut kommt, ist, wenn du den hier so ein bisschen ums Eck dann noch setzt. Und dann machen wir... Ja doch, guck mal hier so, dass er, wenn er hier so langläuft, so dass ein bisschen Licht da ist. So, nee, ich brauche gar nicht. Plötzlich heute. Wir gehen nämlich jetzt so in die Stadt. Wir gehen jetzt so in die Stadt. Weil wir jetzt... Oh, warte. Ist Rasmodius eigentlich da unten? Nee, warte mal, der war letzte Mal unten. Wir müssen zu Rasmodius erstmal noch, bevor wir irgendwo hingehen. Nee, ist schon richtig. So. Eine Schattenessenz mochte der. Oder einen violetten Pilz. Ich gebe dir mal eine Schattenessenz. Erst das Modus, dann in die Stadt. Die Geoden aufbrechen. Wie viel Geld wir einfach mal schon jetzt ausgegeben haben, nur weil ich einfach Sachen cool finde. Oh, warte mal. Ja. Überall ein wenig Feuer machen. So, und dann ist das Event nämlich vorbei. Dann überlege ich, ob ich den nächsten Tag einmal offline mache. Dass ich dort einfach mal einen Tag nur in Mine reinboppel und Stein farme. Weil Stein farmen ist jetzt nicht gerade etwas, was höchst interessant ist. Das würde ich dann aber auch nur in dem, in dem Eisenbereich machen, weil wir auch noch eine ganze Menge Eisen mal wieder brauchen. Hey, mein Freund, guck mal da. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl, danke, das ist nett. 3 Herzchen. Warte mal, kann man da jetzt auch rein? Was ist das hier? Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Mach dir gleich dein Feuer aus hier. Mr. Bubbelwubbel. Sieht aus wie bei Minecraft bei ihm. So. Na, dann komm, mein Hübscher. Ich pack dich mal zurück, weil ich teleportiere mich jetzt mit der Lore in die Stadt.
Und da will ich mich auf jeden Fall jetzt die Geonen mal aufbrechen. Und dann gebe ich ein bisschen wieder was an Guntelunta ab, um auch da wieder voranzukommen. Ich würde gerne das Museum mit euch auch voll kriegen, so gut es geht. Ich versuche. Wohlgemerkt, bedenkt, alles, was ich sage, sind Versuchen, weil wir ja auch das Problem haben, dass wenn nachher nur ein Ding fehlt und wir haben sonst nichts mehr zu tun, ist für mich, ich bin nicht so, dass ich das auf jeden Fall durchziehen müsste. Ich versuche es aber. Wir versuchen es. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Es soll ja auch noch einiges geben, was wir nicht kennen. Und da bin ich auch noch gespannt. Ich weiß das ja alles mit der Hexe da oben. Ja, mit der Hexe war das. Mit diesem Krähen-Ding da oben nämlich. Das weiß ich noch, weil ich es mal gesehen habe. In dem Fotos von seinem Teil, was er da mal veröffentlicht hat. Entwickler-Post, glaube ich, nennt man das. Hi, mein Freund. Mach erst mal die hier. Stein? Ja gut. Ist jetzt kein totaler Fehler, weil wir brauchen sie ja. Den hatten wir noch nicht. Doch, ich glaube, den hatten wir schon. Ja, ich glaube, die hatten wir schon. Die können wir dann einfach verkaufen. Das heißt nur, dass da überhaupt was herauskam. Die Magma-Geoden. Aus der Magma-Geode Kupfer. Da hätte Gold rauskommen. Ein Stein. Omni-Geoden. Zwergenhelm. Neptunit. Lehm. Ja, ein Goldbarren. Ja, der war ja wirklich fehl. Und Obsidian. Also Gunther. Gunther, Gunther. 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 Gunther ist munter, er kann uns was funtern. Steinerter Schleim. Und Gunther. Gut, ein paar Gunther-Sachen haben wir auf jeden Fall. Gehen wir dann jetzt auch einmal ab. Dann haben wir auch das erledigt. Hallöchen, Gunther, munter. Oh, guck mal, was hier los ist. Mensch, Winter und alle sind hier. Hey, Penny. Ich liebe mein ganzes Leben. Okay. Ja. Das Ding da. Dem Museum spenden. Was haben wir denn? Ein prähistorisches Blübelblübel. Gehen wir mal prähistorisches rein. Neue Belohnung. Gunther kann mir bestimmt sagen, was das ist. Das kommt dann mal da rein. Der kommt da rein. Da ist ein Smaragd. Der kommt da rein. So ein feuriges Ding kannst du da reinpacken. So und so. So. Was hast denn du da Neues? Faultier-Skelett M. Okay, danke dir. Oh, warte mal. 2, 3. So. La 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 la. Yeah, wir haben Müll bekommen. So, eine tolle Wurst. Müll. Müllverwerter. Was haben wir hier? Wenn eine Woche 1000 Holz sammeln kann, wird er eine Belohnung erhalten. Du kannst deine Beute sogar behalten. Der extrem seltenen und mächtigen Schleim, der als Ektoplasma bekannt ist. Es kann in Überresten getöteter Geister gefunden werden. Ektoplasma. Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Nee. Nee, nee, ist gerade noch nicht. Wir kümmern uns um solche Aufträge auf jeden Fall noch, wenn wir ein bisschen alles so haben, wie ich das möchte. Ich bin mit dem Hof noch nicht zufrieden. Da will ich noch ein bisschen was mit euch machen. Wie gesagt, ich werde den einen Tag auf jeden Fall Stein jetzt dann farmen, dass ich das auch habe. Und sowas ist mir wichtig. Ich würde es hier gerne so ein bisschen mal fertig hinkriegen. Mineral, 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 Mineral. Ach komm. So. Ah, so. Das bauen wir hier nochmal ein bisschen anders. Das ist noch nicht, das bleibt noch nicht so ganz. Ne, wir kommen nur auf 14, verdammt. Aber 1, 2, 3. Und so. Sehr schön. Ich drück immer wieder da drauf. Ich drück immer wieder da drauf. Oh, warte mal, was war da?
Eichenharz. Sehr gut. Was ist das jetzt für ein Teil? Ach süß. Ach süß, noch ein Mini-Skelett. So. Ich weiß zwar nicht, warum wir immer das hier reinpacken, aber ich pack's jetzt da rein. Ich lasse es erstmal da stehen, damit es irgendwo steht. Wir wollen auf jeden Fall heute gleich nochmal gucken. Was da verkauft wird heute. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Ziel. So, ich brauche Eisen. Jetzt muss ich noch ein bisschen farmen. Hartratz haben wir fast fertig für unseren Weg. Guck mal, das sieht doch schon ganz gut aus. Guck mal, du kannst jetzt hier noch 1, 2 Felder, 3 Felder, 4 Felder passen hier noch hin. Was hier noch 5, 6 Felder könnte man, glaube ich, machen. Noch 6 weitere Felder. Das ist dann nochmal, ja, ist dann nochmal ein bisschen mehr. Das ist dann, warte mal, 8, ja, 40, 48 Felder müssten es sein. 48 Punkte, die wir nochmal packen können. Dann müssen wir eben mal zusammenzählen, wie viele wir haben und wie viel wir hier anbauen können. Das auf jeden Fall. Aber das ist dann halt sehr angenehm, wenn wir das alles immer so fertig machen. Und das hier so steht, wie wir das haben wollen. Werkgerät brauche ich auf jeden Fall nochmal, den Hofrechner. Oh, limitiert ein konstantes Licht, vergrößert auch deinen Radius zum Sammeln von Gegenständen. Der ist gut. Der ist gut. Mit den Träumen mit Kriegerenergie, nachdem ein Monster erlegt wurde. Ah, okay. Also, das hier müssen wir den Weg noch lang ziehen, hier noch lang ziehen, dass der Weg dann hier irgendwann dann rausgeht. Zur Not machen wir dann halt den Weg, dass der so ein bisschen kurvig verläuft. Nicht gerade, weil der kann ja eine Rundung, kann er ja machen. Ja. Was wir mal gucken sollten, wäre... Ach komm, gönn dir mal die Schneesüßkartoffel. Kann ein bisschen kalt im Mund sein. Wir gehen mal nochmal ganz kurz nach unten, ob Dings drin liegt. Der Nachtmarkt ist nun das letzte Mal geöffnet, bevor er für erstmal schließt. Bis nächstes Jahr. Oh, schade. Da ist nichts. War das nicht jeden Tag spawnen? Das wäre halt toll. So, wir gehen zum Nachtmarkt. Ich will mal überlegen, ob ich das als Weg dann noch kennzeichne. Könnte man eigentlich machen. Was will er denn? Achso, ein Gefallen für Clint. Ja, du kriegst noch deinen Eisenbarren. Das machen wir noch fertig, Clint, die Bindi. Dies machen wir noch fertig, mein kleiner Clint, die Bindi. Mein kleiner Clint, die Bindi. So, dann schauen wir mal, was der Nachtmarkt beinhaltet. Moment mal kurz, gleich wieder da. Und weiter geht's. Bin mal gespannt, was heute noch im Angebot ist. Also nochmal werde ich die Lichter jetzt natürlich nicht holen. Davon haben wir jetzt einige. Die werden wir auch nochmal ein bisschen dann auch umverteilen. Und so, ne? Aber erstmal haben wir sie da. Heute sind andere wieder da, ne? Bin nur gespannt, ob nochmal irgendwo was Interessantes wechselt. Ich glaube, du hast jetzt nicht gewechselt, ne? Ne, genau. Du hast leider nicht gewechselt. Die Stöcke, die wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Du könntest noch was Interessantes erwechselt haben und du dann nochmal. Hi, ein Forellenbarsch, ein Kugelfisch, eine Sardelle. Trüffelöl. Yeah. Aber ich glaube, eine Sardelle und so, das brauchen wir nicht mehr, ne? Das ist nämlich hier, dann habe ich hier den nächsten. Den mache ich gerade. Die sind dann wirklich bald da auch fertig. Das ist gut. Und das ist nur noch hier ein von den beiden. Süße Edelsteinbeere. Die geht ja zum Dings. Also brauchen wir eher die uralte Frucht. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. So, warte mal. Sieht irgendwas nach Sardelle aus? Ne, ein Stör will er haben. Und eine Sardelle war nicht. Okay. Entschuldigung. Da kam etwas durch. Nee, ist alles uns nicht so. Aber wir haben das Trüffelöhr gemacht. So, was hast du noch? Baumstammstück. Kleineule, Mais. Nee, ist auch nichts mehr interessant. Den Rest sollten wir wirklich mal an Geld behalten. Wir haben jetzt schon einiges ausgegeben. Guckt man da noch rein? Achso, nee, da kommst du jetzt nicht mehr rein. Nee, schade. War interessant. Falls ich da was verpasst habe oder so, ist es nicht schlimm. Wir kommen ja nochmal dahin. Der Nachtmarkt, der kommt nächstes Jahr ja wieder. Ne? Ich würde das Trüffelöl gleich einmal abgeben. Hat 4000 gekostet. Ja, ich weiß ja. Ich habe jetzt aber ein bisschen auch mal was einfach nur zum Kaufen gemacht.
Dann werde ich die Dinge einfach auch schon erledigen. Denn das Gemeinschaftszentrum ist ja nur ein Schritt. Der nächste kommt ja noch. Und das Geld, ich würde gerne Geld auch mal ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Genau, ich mache das dann so, dass ich... Genau, den Tag hier, den nutze ich rein für mich. falls Briefe ankommen, erzähle ich euch einfach darüber, weil es sind ja jetzt in dem Sinne Briefe. Und oder wir gucken gleich danach nochmal rein, damit ihr das einmal seht, was da drin war, wenn der Tag rum ist. Und dann machen wir einfach nämlich jetzt gleich Feierabend. Und dann kann ich nämlich nochmal schön in der Mine einfach mal Eisen und besonders Stein erfarmen. Der Trüffel war da hinten. Der obere, ne? Der da. Genau. Handwerker, da Trüffelöl rein. Plumm. So, jetzt kommt nämlich das Gewächshaus. Oh, das wird so cool. Dann hast du eine Sache die ganze Jahr über. Muss nur gucken, was am sinnvollsten ist. Und hier brauchen wir noch eine Weißalge. Dann haben wir die Brückenreparatur. Dann ist das nächste Ding fertig. Vielleicht kriege ich in der Mine auch nochmal eine Weißalge. Man weiß es ja nicht, ne? Und dann haben wir das auch dann mal. Nur können wir dann alles ausgleichen. Und dann sind wir wieder so, dass wir dann immer zwei Tage. Und dann endet der mit nach 15 Folgen ist ein Monat dann zu Ende. Und wir nutzen auch die Zeit. Wir werden auch, sobald dann auch alles funktioniert und das alles so steht, wie ich das gerne hätte, und das alles ein bisschen mehr Automatismus ist, werden wir uns so machen, dass wir dann Geschenkvorbereitungen machen in der Woche. Und dann werden wir unsere Leute noch weiter beschenken, mehr Freunde machen und dass wir auch bei den Freunden dann vorankommen werden. Oh, guck mal, das ist so schön, das ist so ein schöner Effekt. Du kommst hier rein, hast du so überall so ein bisschen Lichtchen. Das finde ich toll. Dann müssen wir als nächstes müssen wir uns ausrechnen, wie wir das Ganze mit dem Dings machen dann. Na, mit den Vogelscheuchen müssen wir dann noch ausberechnen. Dann würde ich gerne auch die seltenen Vogelscheuchen eher nutzen. Und dass wir dann da auch was da haben. Oh, guck mal, Schocki liegt auch schon im Bett. Hey, Schocki. Na, mein Süßer? Nein, ich wollte da. Achso, der hatte schon gestreichelt. Okay. So, dann gehen wir jetzt uns hinhauen und dann gucken wir nochmal, ob draußen im Briefkasten was ist, weil ich dann den Tag wirklich einmal offline nutze. So, jetzt kriegen wir ein paar Sachen, die wir verkauft haben. Ja, immerhin mal wieder 1000 eingenommen. Schon lange nicht mehr gewesen. Fortschritt gespeichert. Genau, der Tag ist dann mein Offline-Tag. Ich werde dann hier alles machen. Ich finde das so witzig. Da ist Briefe. Siehst du, dann lesen wir jetzt nochmal die Briefe einfach, dass ihr schon habt. Wem ist das Bäume? Hallo Frankie, ich würde dir gerne Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns, es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jede in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Sebastian. Verrate es niemand, das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dort. Also unser Wichtelfreund ist Sebastian. Gut, Sebastian haben wir ja schon mal ein bisschen gemacht. Wir wissen ja ein bisschen, was Sebastian möchte. Ich suche das mir nochmal raus, was er am liebsten mag. Und dann werden wir ihm das bombastischste Geschenk geben, was geht. Nicht einfach nur ein Diamant oder sowas, sondern dass es ordentlich passt, ne? Dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann aber erst am 19. Und dann sind wir wieder im Tonus, wie ich es gerne hätte. So dass wir dann auch immer in der nächst startenden Folge sozusagen das neue Jahr begrüßen und es dann alles auch ein bisschen interessanter wird. Und genau, das ist dann das Ziel. Und dann werden wir dann das weiter vorbereiten. Ich gucke ja, wie gesagt, dass ich noch ein bisschen Steine herausbuller. Und dass wir dann unsere Farm soweit vorbereiten. Ich habe schon richtig Bock drauf und freue mich auch schon tierisch. Ah, da wird auf jeden Fall noch einiges stattfinden, dass der Hof dann vorne, wo wir dann anbauen, irgendwann mal fertig ist. Ich werde nur gucken, dass ich eine Menge Eisen, Steine und Co. mitnehme und wir dann da ein bisschen voranschreiten. Es wird aber noch nicht so viel sein, ne? Dürft nicht vergessen, es ist nur ein Tag. Die gehen immer sehr schnell vorbei und genau, das machen wir dann. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.